willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wir spielen heute eine Runde Random Winstreaks. Wir haben momentan einen Winstreak von 1, das ist aber okay. Wir machen heute eine Random Winstreak und zwar mit... Samson. Ich hatte schon Angst, es wird direkt der Keeper, ne? Keeper oder Lost, der wäre nicht so geil gewesen. Samson ist okay. Wir werden auf jeden Fall mal jetzt... ja, eine Winstreak mit Random-Charakteren machen, denn ich habe gesehen, einige haben geschrieben, dass es eine gute Idee wäre und ich habe auch selber Bock drauf. Denn so spielen wir mal wieder ein paar Charaktere, die wir eigentlich nie spielen in letzter Zeit, ne? Gerade so ein Held wie, oder Charakter wie Samson, den spielen wir ja eigentlich gar nicht mehr und dementsprechend ist das ja eigentlich eine coole Sache, ne? Muss man ja mal sagen. Kann man mal wieder die Charaktere spielen, die man sonst nie rausholt. Oh, null. Oh, lul! Damage-Upgrade. Stimmt ja, da war ja was. So. Also wir werden, glaube ich, dann auch immer mixen, ne? Wir werden dann immer mixen, was wir spielen. Also, ne, nicht was wir spielen, sondern was wir... Oh, der Laser-Ring. Der ist ziemlich nice. Nice. Wir werden das immer mixen, wo wir hingehen. Sprich, das heißt, wir gehen entweder in den... in die Kathedrale oder in das Sheol. Und wie wir das machen, das mixen wir, ne? Das wird gemixt. So wie der Whisky-Mixer den Whisky mixt. So mixen wir auch die Runs. Oh boy. Nice. Direkt mal da die Eternal Heart abgesnackt. Wir bräuchten eigentlich noch eine Bombe. Das wäre ganz cool. Ja, Laser Ring Tears sind auf jeden Fall swaggy as fuck. Oh Leute, ich bin schon froh, dass der mich nicht getroffen hat. Nice, da war noch was drin. Wir werden übrigens auch bei den Runs jetzt hier, das werden keine Schnulli-Puppi-Runs, ne, das werden hier richtige Tryhard-Runs, ne. Das heißt, wir entdecken wieder alles und nehmen hier alles mit, ne. Nicht hier nur halbe Sachen, das könnt ihr vergessen, ne. Wir machen hier nicht nur schnell, 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 sondern wir nehmen wirklich jeden Scheiß mit, ne. Das ist sehr wichtig. Komm mal ran. Oh. Nice. Ich hätte gerne das 1+1 eigentlich gehabt, ne? Aber es ist halt wieder unwahrscheinlich, dass wir das noch kriegen, oder? Ich meine, dieser Laser Ring ist halt so sick, ne? Ich weiß gar nicht, der macht, glaube ich, nicht mehr Schaden, wenn man den länger gedrückt hält, oder? Der hat doch einfach nur eine größere Hitbox, ne? Wir können mal gucken, ob hier noch der Secret-Raum ist. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht ist das ein Secret-Raum, der super viele Münzen hat. Schade. Ja, so wird das wahrscheinlich eher nichts. Ich meine, wir könnten Glück haben und da wäre ein Dings drin. Ein Dime, aber ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Leute? Sind wir mal ehrlich. Es wird wahrscheinlich wieder nur eine normale Münze. Ja. 10 Münzen. Das ist jetzt die Frage. Die Frage ist jetzt folgendes. Wir haben den Typ ja schon weggesprengt hier, richtig? Ja. Wenn wir jetzt den Pageant Boy bekommen würden beim Shop, beim Boss, wäre das geil. Denn dann kriegen wir nämlich, dann kriegen wir nämlich auch, 1+1. Halo ist auch gut, will ich mich nicht beschweren. Halo ist echt gut. Das ist ärgerlich, ey. Das ist echt ärgerlich. Ja, wir werden keine 5 Münzen daraus bekommen. Wir können versuchen, nochmal für die Kiste zu gehen da hinten. Wir können ja folgendes machen. Wir machen erstmal das hier weg. Vielleicht haben wir da noch Münzen drin. Leider nicht. Schade. Wenn da noch Münzen drin gewesen wären, hätten wir es vielleicht gekriegt. Hier werden nicht 5 Münzen drin sein. Vielleicht eine Bombe und ein paar Münzen. Okay, never mind. Ich bin einfach nur lucky. Lucky, 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 lucky. So, das ist schon mal nice, boys. Das heißt, wir können uns 1+1 mitnehmen. Das ist fucking sweet, boys. Gut, dann gehen wir in die nächste Ebene. Das heißt, ab jetzt haben wir keine Probleme mehr, irgendwie Herzen zu sammeln oder Münzen, Schlüssel, Bomben. Weil wir das 1+1 haben. Das heißt, wir kriegen immer das Doppelte. Und das wird sick. Das wird fucking sick. Wir haben jetzt schon 5 Herzen. Plus 3 blaue. Also, ihr merkt schon, das könnte der erste Winstreak-Run werden. Ne? Seht auch Münzen, ne? Kriegen wir wieder Doppelte. Delizioso. Ja, der Laser-Ring ist halt echt ziemlich swaggy. Muss man wirklich sagen. Der ist schon echt ziemlich knorke. Ja, der ist knorke as fuck. Oh, boys. Das ist ein Knorke-Run. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch coole Teufels-Deals. Gucken wir mal rein.
mehr. Get fucked. Ein ab. Paperclip ist ordentlich, ne? Wir kriegen direkt Krampus. What the hell? Warum kriegen wir direkt Krampus? Nice. Krampus Head ist eigentlich auch nicht schlecht. Mal mitnehmen. So, was haben wir hier? Brauchen wir nicht. Wir können nochmal hier springen. Und hier nochmal springen. Ey, wir haben so viele Herzen, Alter. Das ist, holy shit, das ist ultra sick. Okay, gehen wir weiter. Wir haben ja noch den Schatzraum und den Shop. Wir haben auch genug Münzen. Also der Run ist schon mal awesome is fug. So, was haben wir denn hier? Oh, die Treasure Map. Die Tresore Map. Ne? Die könnten wir eigentlich mal mitnehmen, oder? Bumm. Nehmen wir mal mit. Full Visible Map. Leider haben wir da keine Dings mehr. Ist ein bisschen schade. Warte mal, wir können nochmal die Schlüssel mitnehmen. Leider haben wir da keine, keine Secret-Räume mehr drauf. Das war ja früher so, ne? Früher hatte man da noch einen Secret-Raum drauf. Jetzt haben wir es nicht mehr. Aber das ist nicht schlimm. Hier unten wird wahrscheinlich der Schatzraum irgendwo sein. Damage-Up wäre auch nicht schlecht, ne? Eine Damage-Up wäre nicht schlecht. Oh, habe ich das richtig gesehen? Boah, was ist das bitte für ein Run, Leute? Könnt ihr mir das erklären? Heilige Macaroni, ist das ein übelster Run. Ich glaube, hier können wir sogar mal alles machen, ne? Hier können wir sogar Boss Rush machen auch. Und Hasch. Husch. Husch, husch. Sollten wir auf jeden Fall mal versuchen. Ja, wir gehen nochmal kurz hier oben rein in den Raum. Wir sind eigentlich relativ schnell. Okay, nice. Ja, wir sollten auf jeden Fall den Boss Rush auch machen. Ich finde, das ist eine gute Idee, weil Boss Rush ist immer cool. Und, ja, das sollten wir definitiv machen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir letztes Mal nochmal, warum wir den Boss Rush so übel easy geschafft haben? Was war das denn nochmal? Ach genau, das war Schubdabub. Das war auch ein richtig geiles Item, ne? Komm, Platz weg. Aber oh, eine Kiste. Münzen. Ich sage ja, mit 1 plus 1 hast du echt übelst gewonnen. Mit 1 plus 1 hast du einfach nur gewonnen. Na? Wäre cool gewesen, wenn wir jetzt noch den Goathead finden würden, ne? Okay, warte mal hier. Oh lol, echt jetzt? Der trifft mich. Viel zu Batman. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir das mal mit. Wir wollen ja hier so schnell wie möglich durchkommen, ne? Und das geht am leichtesten so, ne? Sollten uns nicht zu oft treffen lassen von jeder Kacke. Ah, okay. Das ist wieder mein Kryptonite, ne? Kennt ihr ja noch, ne, die Gegner. Gut, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir haben noch nicht den Schatzraum gefunden. Aber wir sind trotzdem, glaube ich, relativ schnell. Wir haben auch gutes Movement Speed, also passt eigentlich alles. Und meine Meinung hat sich immer noch nicht geändert. Wir nehmen natürlich alles mit, ne, was wir kriegen können. Aber wir versuchen trotzdem hier schnell durchzukommen, ne? Das ist super wichtig. Oh wow, Alter. Also, ich weiß nicht, der Run ist schon echt ziemlich krass, oder? Jetzt mal ehrlich, Leute. Das ist schon ziemlich abgefuckt, was wir hier alles kriegen. Alrighty. Na komm, komm hoch. Holy shit. Kann das überhaupt procken bei den, bei den Dingern? Ich weiß es nicht. Da bin ich mir echt nicht sicher. Okay.
Dann gehen wir ab zum Boss, ne, würde ich sagen. Okay, wäre ich beinahe reingelaufen. Bisschen aufmerksamer sein. Dann läuft man auch nicht in so eine Scheiße rein. So, was haben wir hier? Mal kurz den Raum hier klären. Wie gesagt, alle Räume machen wir trotzdem, ne? Sündenraum. Lassen wir mal liegen. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich will nicht zu viele Herzen droppen, ne? Das ist wieder das schwarze Herz, was wir dann droppen. Das wäre Käse. Ja, läuft bei uns. Speed und Shot Speed. Nice. Gehen wir weiter. Bis jetzt ein super Run. Alles klar, wir sind bei 11 Minuten, Katakomben 2. Könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden mit dem Boss Rush. Müssen wir mal gucken. Hängt sehr davon ab, wie wir jetzt spielen. Ob wir greenen oder ob wir alles machen trotzdem und nicht unbedingt alles mitnehmen. Und nicht unbedingt auf Räume scheißen. Wenn wir alles machen, könnte es schwierig werden. Ah, unlucky. Okay, was haben wir denn hier? Hier unten haben wir noch einen Raum. Was haben wir hier? Schatzraum. Mutant Spider, Quadshot. Das ist ein Witz, oder? Das ist echt ein Witz. Chaos. Ach du Scheiße. Jera. Alter Leute, das ist mega sick. Also der Run hier ist super geil. Ich finde den ja schon feierbar des Todes. Müssen wir mal gucken. Mit Jera würde ich eigentlich gerne Kisten halt verdoppeln, ne? Macht eigentlich am meisten Sinn. Alter, das ist so heftig. Wir haben so einen kranken Run. Alrighty. Top notch. Half down ist nicht so top notch. Are you a wizard ist auch nicht so top notch. Wir bräuchten noch. Wir müssen mal noch mal hier unten kurz gucken. Hier haben wir noch eine Kiste. Nice. Hier noch den Secret Horn. Ach, da brauchen wir eigentlich gar nicht machen, ne? Da kann ja eigentlich nicht mehr der Pilz drin sein. Okay, ich würde sagen, wir machen. Ich muss mir echt mal irgendwie die Zeiten einprägen. Wir sind irgendwie nicht so gut in der Zeit, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Boah, das ist so krass. Okay, alles klar. Das war nicht so schlau. Dann geht's ab Richtung Boss. Boss. Ab zum Boss. Jera ist super wichtig, ne? Immer mich nehmen. Tschüss. Wieder kein. Old Bandage, HP Upgrade. Schade. Wir kriegen jetzt leider ein blaues Herz weg. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie unsere roten Herzen loswerden. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Teufels- oder Holy-Deal. Da wäre Paperclip auch geil, oder? Wenn man mal ehrlich ist. Paperclip wäre doch da eigentlich super sweet. Boah, Junge, ey, dieser Quadshot, ne? Uiuiuiui. Ich meine, wir hatten die Treasure Map, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir die alles Map. Alrighty, Boys. Alrighty, Boys. Hier durchsneaken. Ja, das habe ich gemeint, ne? Es lohnt sich manchmal nicht, da reinzugehen. Ich wollte es jetzt mal riskieren, aber. Eigentlich weiß ich es ja besser. Komm hier. Are you a wizard? Alrighty. Erstmal hier oben hin. Ich glaube, da könnte der Shop sein. Wir sind aber doch relativ schnell. Da ist nicht der Boss.
Ja, der Shop meine ich. Da muss man auch aufpassen. Aber wir haben relativ guten Movement Speed. Das ist ziemlich nice. Alter, wie. Ne, wir lassen mal liegen. Ich werde die komplett wegbrennen, ne? Das ist heftig. Holy shit, also unser Damage ist schon echt ziemlich fies. Ach, der Shop, wir haben doch den, wir können auch eh alles sehen, Leute. Ich bin auch schon manchmal bin ich echt ein bisschen Brain AFK. Na, wir können alles sehen und ich gehe trotzdem nochmal irgendwie, denk trotzdem nochmal, da könnte ja der Shop sein, ne? Ich glaube ja. Kann man eigentlich das hier machen? Oh, es bringt nichts, okay. Habe ich mir eigentlich schon gedacht. Die Scatterbombs nehmen wir mal nicht mit, die brauchen wir nicht. Oh Boys. Okay. So, warte mal. Denkdepths. Das heißt, wir haben gleich noch 5 Minuten für eine Ebene. Das ist eigentlich easy. Das ist eigentlich wirklich fucking easy. Das ist auch ein geiles Geräusch, ne? Wenn da die tausende Scheißhaufen auf einmal kaputt brechen. Ja, gut. So, jetzt gib mir bitte irgendwas Cooles. Haben wir alles? Ja. Wir haben alles. Dann gehen wir zum Boss. Nice. Oh, ein Holy Raum. Wollen wir mal heute mit Mega Satan machen? Heute mal mit Mega Satan. Ne? Gut, gehen wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir noch einen Holy Deal, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben nicht mehr wirklich viele Auswahlmöglichkeiten. Viele Auswahlmöglichkeiten, viele Chancen. Wir gehen erstmal nach oben. Wir können ja jetzt eh alles sehen. Wie wir den kompletten Raum einfach clearen damit, oder? Alrighty, was haben wir hier? Nee. 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 Das Ding ist ganz geil. Wir wollen nicht noch ein HP-Upgrade eigentlich. Wir haben übrigens, das dürft ihr nicht vergessen, ne? Wir haben übrigens Chaos, ne? Das heißt, wir finden eigentlich alles überall, ne?